dort Timer für die, von der auch schon Femmerach stand, als der grenzenlose Gott und der begrenzte Mensch. Im Spanischen wird es vielleicht noch mit leichter Itedreiken sein, grenzenlos oder begrenzt. Dort jäfft ihr das voll wieder limitado oder illimitado. Wir haben die Anspuß, mir steht hier nicht fertig Toyota Sequoia. Und dort jäfft es ein Grautet fertig. Und wenn einer mit dem fertig Menschen mitnehmen will, dann sperrt sich so, du passen mess unendlich viele Menschen nein. Du kommen immer mehr und mehr nein. Das Interessante ist, ob das Witten Sequoia, was wir haben, du hast aber an der Sied angepackt, limitado, also auf Englisch limited. Und mir lässt du das erst illimitado, du passen immer mehr nein. Aber das ist gerade der Timer. Gott ist illimitado, er hat keine Grenzen. Der Mensch ist aber anders. Menschen da und Ferken begrenzen. Wir waren dort in Gott sein Wort von der Utfing. Vielleicht hast du auch, weil du eben nur einmal an dort gedacht, Menschen stahlen ihre Mal diese Frau, wenn wir in unserer Welt, in unserer Zeit von der Kirche so viel Leiden, so viel Krieg, so viel Krankheiten, so viel Troubles alle wegen, dann kommt die Frau Ferken ab. Wo ist denn Gott, man aldert? Warum kümmert sich Gott nicht um diese Sachen? Warum erhört er nicht unsere Gebete, wann wir anbeten? Und so sind viele Frauen der Emmerware abkommen. Die Frau, was wir uns dann natürlich stahlen, ist Gott dort nicht möglich, alles zu ändern? Ist dort Gott nicht möglich, zum Beispiel der Trubel, was nicht stets mit Iran grußhaft, du einfach eingreifen, dass das über Nacht ab einmal sich alles Ware einstahlen wird und nicht wieder eskalieren wird? Es wird nicht, Gott nicht möglich, einige Worte, sei er ernsthaft krank sein, kann er dich nicht heilen? Warum das dort nicht? Nicht. Es wird, weil Gott begrenzt ist? Oder wie sein doch einmal Gott es nicht begrenzt? In Jeremia Kapitel 32, Vers 17, haben wir eine Antwort auf diese Frau. Aus Gott, für Gott irgendwas zu schwor ist. Wir erkaufen ja nicht die Bibelfarschen in der Präsentation, vielleicht wollen wir die zwischen ein einmal nein nehmen. Jeremia 32, Vers 17, sagt Gott ganz klar und unmissverständlich. Herr Gott, du hast den Himmel und die Erde gemerkt, mit deiner großen Kraft und deinem Arm, dein nicht meid Wort, und du es nicht, was die zu schwor ist. Du es nicht, was die zu schwor ist. Das sagt Gott sein Wort. Wir wollten alle Gott sein Wort, das nicht liegen. Das ist immer die Wahrheit. Dann möchten wir du all feststellen, Gott ist unbegrenzt. Er sagt, um das klarer zu stellen, dass Gott wirklich für Gott nicht zu schwor ist, brückt er aus einem kleinen Beispiel unser Universum. Die wunderschöne Welt, die Gott geschaffen hat, oder die Stirnwelt und so weiter. Er sagt, Herr Gott, du hast den Himmel und die Erde gemerkt. Wenn wir mal bloß an den Himmel denken, wenn wir uns so nennen luden, unsere Sonne, wo wir Tag für Tag sein, der ist ungefähr 93 Millionen Meilen von uns weit auf entfernt. Die Sonne, die in einer Sekunde so viel Energie ausstrahlen, was die alle Menschen, wenn Menschen Energie produzieren, durch ein Feuer oder irgendwie durch Wutkraft und was immer, was sagen wir mal die Kreh-Stromleitung dort in der ganzen Welt, über die ganze Zeit, was von der haben die Menschen nicht so viel Kilowatts taub gekriegt, als was die Sonne in einer Sekunde dort ausstrahlt. Die Sonne ist so groß, ist viel, viel größer als unsere Erde. Wir denken alle an unsere Erde ist groß. Die Sonne ist ungefähr 800 Meilen im Durchmesser. Also wenn wir einmal durchmeten. Wenn die Sonne wird zum Beispiel bloß ein Ball sein und wir würden gerne durch unsere Erde stoppen, dann wird unsere Erde
10 Millionen Mal eine Sonne einpassen. Und dann, wenn wir an alle anderen Stieren denken, und weißt du, unsere Sonne und die Stieren wird wie so sein, diese Galaxie, das ist nicht die einzige, was dort hier zu sein ist. Dort gibt noch andere, noch wer weit wo viele andere. Wir haben noch gar nicht mitgefunden, Menschen haben noch gar nicht, überhaupt nicht mitgefunden, wo viel dort noch gibt. Dort gibt, was sie nie all sein, was sie nie all wollen, dort gibt Galaxien, also was auch sozusagen ihre eigene Sonne haben und ihr eigenes System, was doch viel, viel größer sind als unsere. Also, wie kann, wenn wir uns tun, mit Proben einzudenken in die Dimensionen, in die Abmessungen, unser Verstand blockt irgendwann und sagt bloß Gott, du bist grenzenlos, illimitado. Wenn, wie so der Jeremia hier sagt, Herr Gott, du hast den Himmel und die Erde gemerkt und mit deiner großen Kraft und dein Arm, der nicht meid wird, und du hast nichts, was die zu schwer ist. Und weißt du, was Gott all das geschaffen hat? All diese Stirn, die Sonne, die Erde und all das, hat er bloß mit einem Wort gemerkt. Er braucht nicht mal so, wie sein Finger schielen. Er sagt und das Wort. Meine, was für einen großen, unendlich großen Gott haben wir. Auch ein Bibelfalsch, Jesaja Kapitel 40, Vers 26. Wir sollen nicht bloß, dass Gott dort einmal so eingerichtet hat, einmal geschaffen hat und dann dort losgeluten hat und niemand gejünt wollten. Nee, wir lesen hier, Jesaja 40, Vers 26, kicke mal, so was nur des Stierns. Wer hat dir gemerkt, hei lädt dich ein zum anderen rüd, weit wo viel du sind, und traubt dich jeder beim Numen, dort es wem Gott seine große Kraft, dort nie nicht ein von dir fehlt. Hei dich dort nie auch alle Stierns, das ganze Universum, alle große Entfernungen, die da sind, da darf er alles im Drehen holen. Das ist alles unter seiner Kontrolle. Jeder Stirn, er leitet die Rüte, er kann jeden Stirn mit Numen. Incredible. So viele Stirns, er kann jeden mit Numen. Und das ist seine große Kraft. Also, Gott ist wirklich grenzenlos. Im 1. Mose 18 hat Abraham einmal diese Frage gestellt. Ob da irgendwas für Gott zu groß ist. Wollen wir dort einmal lesen. 1. Mose 18, Vers 14. Ist irgendwas zu schwer für den Herrn, um ein Jahr in dieser Zeit, wo er drei kommen und Sarah wird ein Sehen haben. Ich glaube, wir alle kennen die Geschichte. Hier kam der Herr nur Abraham und hat ihm diese Verheißung gemerkt, das Versprechen, dort er wird ein Sehen kriegen. Sarah fing meist an zu lachen, oder lachten bet eben. Der glaubt das bloß nicht, dort ist er nicht mal möglich. Für Abraham wird es bestimmt auch nicht leicht zu glauben. Wo ist das? Wir sind also so alt, dort erst biologisch bloß nicht mehr möglich. Und dann, das ist der Herr selbst, was diese Frau stellt, diese Wirt sagt, es irgendwas zu schwer für den Herrn. Und wir haben die Antwort all gelesen in Jeremia 32, 17, wo Gott sagt, du hast nichts, Gott sein Wort sagt, du hast nichts zu schwer für arm. Also Gott ist wirklich unbegrenzt. Bloß als ein Beispiel, ein paar Punkte wollen wir einmal nehmen, was für Gott nicht zu schwer ist. Zum Beispiel, das Erste, das gibt nicht so eine Verheißung, was Gott nicht erfüllen kann. Menschen haben sich mal die Mühe gemerkt, die Bibel ganz durchgegangen und haben jedes Mal das geteilt, wenn du irgendeine Verheißung in Gott sein Wort willst, im Alten und im Neuen Testament. Und weißt du, was für eine Zuhl dort heim? Ab 30 düsend oder über 30 düsend Verheißungen in der Bibel, was wir haben, wo Gott ein Versprechen uns gegeben hat. Über 30 düsend. Wenn du das weißt, der selbst wird einrechnen, dann mal diese 30 düsend ab 356 der verteilen, dann kannst du auch ungefähr weiten, wo viele Verheißungen du jeden Tag
kannst durchlesen. Eine unglaublich große Zahl. Und jeder eine von diesen ewigartig düsen Verhaltungen, was wir in Gott sein Wort haben, als Gott mächtig zu erfahren, dort als am nicht zu schwor. Eigentlich, das sind alle Jo und Amen. Amen meint, so soll das sein. Das sind alle in Arm erfährt. Lesen wir dort einmal in Titus Kapitel 1, Vers 2. Im Neuen Testament, Titus, 1. Kapitel, der 2. Vers. Wodurch seine Hoffnung ab ewig Leben haben, dort Gott, der nicht lehen kann, versprechen hat, eure der Welt hat den Anfang haben. Hier ist die Rede von das, was Gott versprechen hat, also seine Verheißungen. Und du wird extra toll gesagt, Gott wird nicht lehen kann. Das ist ganz unmöglich, dass Gott wird irgendwas sein, was er nicht erfahren kann. Das ist unmöglich, dass Gott lehen wird. Glaubst du das? Dass Gott alle Verheißungen erfüllen kann? Wo ist das mit den Gebeten? Glaubst du, dass dort nicht so ein Gebet jeft, was Gott nicht erfüllen kann? Dort für am nicht zu schwor ist, irgendein Gebet zu erfüllen. Lesen wir im Jeremia 33, Vers 3, ein Vers, was dort bestätigt. Auch im Alten Testament, Jeremia 33, Vers 3, ich freue mich, dass ich die sein kann. Ich wurde die großartig und verschlutnet offenbaren, was du noch nicht verstanden hast. Gott hat hier uns Menschen anbeuten und er sagt, freu mich. Mit anderen wird, bet to me. Und ich wurde die antworten. Ich wurde die große Sachen antworten. Wie Menschen denken leicht so, wenn wir irgendeinen kleinen Trouble haben, dafür können wir Gott beten. Dafür können wir am freuen. Aber wenn das erst ein großes Problem in unserem Leben ist, dann werden wir uns meist nicht das Anliegen im Gebet nach Gott zu bringen. Hast du auch mal selbst so gedacht? Bist du mal eingeworden? Dass, ohne dass du das wirklich die bewusst vielleicht geworden ist, aber dass du für kleine Sachen vielleicht Gott gefragt hast, aber für die Sachen, die unmöglich schienen, du hast nicht mal angefangen, Gott für zu beten. Aber das ist nicht reich. Gott sagt, freu mich und ich würde sein. Ich würde großartig und verschlutene Sachen offenbaren. Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 22. Lesen wir diesen Vers noch, Matthäus 21, 22. Und um alles wird je beten, wo je kriegen, wann je glauben haben. Kann ich die fragen, stimmt das, was Jesus hier sieht? Ganz praktisch mal, was du belebt hast in deinem Leben. Wusstest du sein, das ist Wahrheit? Oder wir haben doch erst gelesen, Gott kann nicht liegen. Jesus kann nicht liegen. Glauben wir das, um alles, was ihr beten, wann ihr glauben, wo ihr kriegen, wann wir glauben haben. Wir wollten gestern zu, es hatten wir hier Geschäftsversammlung, ich fühlte alles von Smarish anfing dort an, dass ich mich nicht ganz gesund fühle. Aus hier dem Meeting, wir von Bad Lutz Uwes, ich freut mich all, nach Hause zu kommen. Ich will das Leute nicht viel mehr sein, mein Hals tut mir weh. Und ich sperre das Feuerbadchen. Als ich bei Hüstchen, ich ging bloß noch in meine Stube rein und dann mit klappernden Tänen und ganz zettern sie ich unter den Dach gegangen. Ohne Eier anzumerken. Und mich friert dort und ich wüsste überhaupt nicht, wo das soll von der Gun hier noch im Gottesdienst zu sein. Aber kann ich dir einmal lesen, was der Herr tun kann? Markus Kapitel 1, Vers 30 und 31. Ich weiß nicht, was du nicht sein. Ist das eine kleine Frau oder eine große Frau? Na, sagen wir mal, das ist bloß ein kleines Anliegen. Markus Kapitel 3, Vers 30. Und sie sehen Jesus dort Simon seine Schwiegermutter krank im Bad wir und Fieber hat. Er ging hin, fällt er an die Hand und hält er ab. Das Fieber verleiht er und sie fängt an zu bedeinen.
Plattdeutschen kommt das hier leider nicht so ganz rüber. In anderen Übersetzungen und auch im Griechischen, also in der Originalsprache, in beiden Versen, in Vers 30 und auch in Vers 31, steht noch ein wichtiges Wort, und zwar das Wort Furz oder sofort, als bald, also bald. Also in Vers 30 heißt das im Hochdeutschen zum Beispiel ungefähr so, und sie sehen dort Furz, dass seine Schwiegermutter krank wird. Also sie haben sofort Jesus gesagt, dass die Schwiegermutter krank wird. Und dann in Vers 31 noch einmal, und dort Feuer verleiht er sofort. Und sie fängt an zu bedeihen. Was wird gerötet oder wird geliehen? Aber Gott erhielt Gebet. Gott haftet Versprechen. Ein anderer Gedanke. Wo ist das mit unseren Troubles? Können wir sein, weil Gott unbegrenzt ist, dass du kein Problem zu schwer ist? Oder dass es nicht so ein Problem gibt, was für einen zu schwer ist, Peter, so eingedrückt. Hast du irgendeinen Trouble? Gruß? Vielleicht noch vom 2019 noch mit eingeschlappt in das neue Jahr? Irgendein Problem, wo du dich meist nicht mit weißt? Wo du soll durchkommen? Wo soll der Trag gestaltet werden? Wo wollen wir durchkommen? Weißt du, dass Gott erst ein Spezialist in Troubles leisen? Kraken und was für ein Trouble? Meine, wie Menschen sind so, dort gibt Menschen, die da begufft sind, in einer Area, in eine besondere Sache oder in eine andere. Einige verstehen, sei ein Fan von Isa, was zu bieten, der andere verstehen, vielleicht sei ein Fan, was abzumieren, oder ein Dreier versteht, sei ein Fan, fertige Therapien, ein Vierer versteht, sei ein Fan, die ganze elektrische Sachen im Fertig. Und einer wundert sich manchmal, was die Menschen alles hankriegen, so hastig. Aber gerade in was für ein Trouble du hast, Gott kennt alle Spezialitäten. Was dein Trubel auch sein mag, kannst nur am kommen, er weiß sich mit alles. Dort jeft nicht so ein Problem, was er nicht erfahren kann. Eine Sache ist bloß, er wird unsere Troubles nicht einmal so lösen, als wir uns dort wünschen. Wenn wir am Frauen und sagen, Gott, er hat ein Problem, kannst du mich mit dort halten. Dann wird er das Gebet erhielen, wann wir im Glauben beten. Bloß, was wir nicht für jeden kennen, das ist, wo wir manchmal durcheinander kommen. Er hat nicht gesagt, dass er dort so den Gebet erhielen und den Trubel schlichten, als was die dort wünscht. Das hat er keinmal gesagt. Aber er wird den Trubel schlichten, vielleicht eben einen ganz anderen Weg. Jesaja 54, Vers 8 und 9. Lesen wir dort einmal. Jesaja 54, Vers 8. Je denken, nicht so, als ich denke, sagt Gott. Und jene Wehe sind nicht so, als meine Wehe, sagt der Herr. So viel Hecher aus der Himmel über die Erde ist, so viel Hecher sind meine Wehe aus jene Wehe. Und es mein Denken aus jene Denken. Kann ich einmal jemand fragen, wir haben nie all so eine Schulkinder, was viel bessere Schulen haben, als vielleicht einige von uns Älteren. Wer weiß, wo viel Hecher der Himmel es aus die Erde. Haftet jemand in Scientia Naturalis soll durchgenommen, wo wird es der Himmel von der Erde entfernt? Weit jemand? Aber? Ja? 2500? Kilometer. 2500 Kilometer? Okay. Kann ich nicht das zweite Frage schauen, was zu wohnen kommt vom Himmel aus? Der erste kommt oder der hinterste kommt? Oder Madden an irgendwo? Der erste kommt. Und wo ist der hinterste? Ich weiß nicht, dort heißt, wo viel Hecher ist der Himmel aus dir? Es ist nicht gesagt, wo der anfangen soll oder wo der abhört. Ich denke, auch wenn jemand bei Chiller all gemerkt hat, der wird nicht gern beantworten, diese Frau. Wo viel ist der Himmel Hecher? Wo wollen wir abhören sein? Wo der Himmel? Wo hört der Himmel ab? Ich meine, dort wies bloß so viel Hecher, so ganz anders sein, Gott seine Wehe aus unsere Wehe. Und gerade so anders kann Gott auch mein und dein Trubel schlichten. Vielleicht eben ganz anderen Weg, wo du nicht mal noch davon gedacht hast. Aber er kann Troubles schlichten. Denken wir bloß aus dem Beispiel, wo verschieden manchmal wir denken. Aus in einer
niertestamentliche Zeit der Gemeinde in Jerusalem, wie es sei gewesen, nur Pfingsten. Und das hat so viel Mut gegeben, so viele Menschen zu ihm taub. Aber das dient nicht lang, bald zu ihm verfolgen ab. Und ein besonders, du wie ein Mann in Jerusalem, was die Christen, glaube ich, sehr gefärcht haben, der wir sehr ivrig, die Christen abzuholen in ihrem Glauben. Und das wir ein Mann mit dem Namen Saul oder Saulus. Und er kann mir feststellen, dass ihre Mal, wenn die Christen in Jerusalem dort taubtchen für eine Gebetsstunde, dass sie vielleicht ihre Mal für das Anliegen gebetet haben und sagen, Gott, du sitzt, der Verfolgung hat angefangen. Du weißt all, wo viele Menschen all umgebracht sind. Eine von unseren fersten Prediger, Jakobus, haben die all umgebracht. Und dass sie vielleicht besonders für diesen Mann gebetet und haben gesagt, Gott, kannst du bitte irgendwo down, da doch bitte diesen Saulus mal utrim. Für die ist doch bloß was kleiner. Du kannst bloß ein Wort sein, dann wird er krank worden, umfallen und dann wollen die Verfolgung vielleicht ein großes Beat dann sich einstahlen. Ich weiß nicht, ob sie so gebetet haben, aber ich stahl mich so fair, dass sie wollen irgendwie gebetet haben, vielleicht Gott, kannst du bitte da irgendwo, dass Saulus soll doch einmal abhielen, dass da am Wachriem, dass das soll ein Eng geben für die Verfolgung. Nun, meine Frau, hat Gott Saulus Luten dort anfallen ein Tag? Wann sie wurden so gebetet haben, hat er dann ihr Gebet erhielt? Ja, bloß ganz anders, als was sie dachten. Vielleicht, ich weiß nicht, aber dort stahl ich meine Frau, wir haben das nicht in der Bibel abgeschrieben. Wo sie gebetet haben, das weiß ich nicht. Aber wann sie wurden so gebetet haben, dann hat Gott ihr Gebet ganz anders. Anstatt dass er dort angefallen sein, hat Gott am lebendig abstunden Luten. Und habt ihm noch zu dem fairsten Missionar in der Missionsarbeit gemerkt. So, Gott hat Mädel und Wege. Oder denken wir mal ein Beispiel vom Alten Testament. Wir wollten ja, als das Volk Israel von Ägypten rüttrag und ab dem Weichen nach Kanaan wir, dass sie angehorsam wären. Einmal und einmal weiter. Und irgendwann haben wir das für Gott genug und haben feurige Schlangen geschickt. Schlangen, die dort gebeten haben und Menschen einen um anderen sind dort angefallen. Und wir können uns feststellen, dass das Volk nun in große Not, in große Angst haben, dass sie vielleicht gebetet haben und vielleicht gesagt haben, oh Gott, da doch irgendwas, lud doch all diese Schlangen hier dort gehen, dass sie mal abhielen, dass diese Pläne soll hier mal abhielen. Hat Gott alle Schlangen luden verschwingen oder die Schlangen alle dort eingehen? Nein. Gott hat einen ganz anderen Plan. Er hat Mose befohlen, er soll eine bronzene Schlange merken, ab dem Pool. Und all die, die dort abkehren im Glauben, antwortet nicht üter und auch wann sie gebeten worden sind. Die wurden am Leben blieben. So wollen die Menschen sich dort bestimmt nicht fähigstellt haben, aber Gott hat den Trubel geschlicht, dort problemhaft geleist. Du wirst eine Lösung. Gott hat seine Wege sein, so viel anders. Du wirst mein kleiner Jung, was du lach so abbeirrt, kecken und bleiben Himmel und ihrem Baum. Und er dachte, er hat ja auch nicht viel gelehrt in der Schule und er soll Glück. Und kickte sich und er wie unter einem Baum, wo er Nüsse hatte. Wie sagt man Nüsse? Nähten, ja. Eine Sorte Nähten. Ein großer Baum, das wie eine Eiche. Ich weiß nicht, hier jäfft er diesen Baum nicht. Das ist ein großer Stäukerbaum, hartes Holz. Eichenholz ist ein sehr großes Holz für stäuke Sachen, Däschlern und so. Aber der große Baum hat man bloß ganz kleine Eichen. Ich weiß nicht, wo man das auf Plattisch sagt. Anyways, und dann kickt er durch ein Bett ab, besieht wir ein Beet Land, wo da Arbüsen geackert werden. Große Arbüsen, Grutzreit zum Ernten. Und er bekickt sich das Stüt von der Arbüsen, als bloß eine wehige, nahte Stüt. Und dann kickt er ab dem großen Baum so eine steige Aster und dann mal so kleine Eichen durch. Dann sagt er, Gott, das merkt nicht sein. Wann ich wird zu entscheiden hat, ich wird sein, die große, schwere Arbüsen, die würden sollen an dieser Aster hängen. Und die kleinen Eichen, die würden an die schlappe Ranken durch so, dazu würden durchwassen. Und gerade über dem fällt eine Eiche am ab dem Kopf ab. Und dann sagt er, zum Glück, dass er nicht Arbüsen buchen was. So, der Mensch denkt über einen anderen Weg, aber Gott kann unsere Trubel schlichten. Vielleicht noch ein Punkt. Wo greifst du
Jeftet eine Person, ein Menschen, wird Gott nicht raten kann? Lesen wir du auch weiter, Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Jesaja Kapitel 1, der 18. Vers. Gott sagt, komm einmal taub, sagt der Herr, und weil wir dort durch reden, auch wenn jene Sünden dunkelrot sind, kann dei Schnee wit worden. Und wenn sie aus dunkelroter Zeich sind, kann dei wit aus Woll worden. Stimmt das wirklich so? Kann Gott einen Menschen vergeben, wo er auch dunkelrote Sünden hat? Ein Mensch, für den keiner mehr Hupning hat. Ein Mensch, wo doch vielleicht all fünfmal das Zentrum der Chigun ist. Ein Mensch, wo all so und so viele Jahre im Karseltau gebracht hat. Wo so und so viele Menschen umgebracht hat. Kann Gott so einen Menschen auch noch raten? Ist dort möglich? Gott beut hier an, er sagt, komm, wir wollen da durchreden. Wenn du die nicht sicher bist, dann gune Gott und frag einmal, red dort durch. Ich las so von einer wahren Geschichte in einer Gemeinde, dass hier in der Stadt die Gemeinde sind sich einig geworden. Die wollen beten, dort der euchste, der schlechteste Mensch in ihrer Stadt, in ihrem Dorf, was immer, soll sich bekehren. Aber als sie dort angefangen haben, dann haben sie einfach einmal eine Wuhl gehabt. Die haben einfach mal so dazu angestellt gesagt, lud uns noch, jeder eine kann ab dem Zadel schreiben, was er gleich wird, der schlechteste Mensch hier bei uns im Dorf ist oder in der Stadt. Jeder eine kann einen schreiben. Interessant ist, dass die Zadel nur sein haben, wird er bloß einen Numen ab alle Zadels. Die werden sich alle einig. Und wirklich, du wie auch in der Stadt, da wie ein Mann, der dafür bekannt wird, sei ein weiser Mann, verwildert, super, hat natürlich auch Alkohol noch geschmuggelt, hat Glücksspiele gespielt, hat gestohlen, natürlich mehrere Frühes gehabt, Menschen umgebracht. Kriegte der Titus am Anfang für an zu beten, dort die Karteier fährt, wieder passiert, dann hat eine Früh ab diesen Mann geschoten und dort wir noch in sie knacken, als der Bullet, mit dem er geschoten hat, dort wir noch in sie knacken werden, haben sie noch nicht mal Ried genommen. Und dass wir so eine Früh, eine fremde Früh, wo er aber eifersüchtig wird, über seine Früh, wo er legalmente eigentlich wirklich hat. Weil er äußert sich doch eben, dass er mehr Zeit mit seiner Früh verbringt als mit er. Also, ich meine, ein sehr trüriger Fall. Naja, nun haben sie angestellt, für diesen Mann zu beten. Aus Gemeinde, ärztlich für ihn zu beten, haben Monaten gebetet. Lang für ihn gebetet, auch für Jahre für ihn gebetet. Und irgendwann fällt so der Prediger dort mal an den Titel, dort wo mal gehen und ihn besiegen. Beten noch einmal ernstlich. Er ging durch Hahn und brauchte mit ihm zu reden, über sein Seelenheil. Luther und durchkrieg bekehrt sich dieser böse Onkel. Luther sagt der Prediger, er hat meist noch einmal eine leichtere Bekehrung gehabt. Er sagt, dieser Mann, der wir so rieb, dass wir bloß losrieten und eten, der wir ganz rieb, haben sich bekehren, der wir ganz feurig. So ist dort bei Gott möglich, unbedingt. Also das jäfft nicht ein Trubel, das jäfft nicht ein Gebet, was Gott nicht erhören kann, das jäfft nicht ein Menschen, was der Herr nicht raten kann. Jesus sieht in Matthäus 19, Vers 26, aber diesen Vers auch lesen, Matthäus 19, Vers 26. Jesus kickt an und sieht, für Menschen zu besehen, ist das unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Und jetzt sind wir gerade hier an unserem Punkt angelangt. Dort, bei Gott alles möglich ist, dort haben wir nur festgestellt. Da sind wir uns einig. Kraken und was Gott kann. Aber hier sagt Jesus, was bei dem Menschen zu besein unmöglich ist. Hier sehen wir, das ist begrenzt. Bei Gott ist das aber ohne Grenzen.
Gott ist der Trubel. Wir wollten Gott seine Hand, ist nicht zu kalt geworden. Seine Hand kann von der Ukraine noch so wirken. So, wo sollen wir nicht diese Frau nicht klarstellen? Grenzenloser Gott über ein begrenzter Mensch. Dort lud uns einmal Psalm 78, Vers 41 lesen. Psalm 78, Vers 41. Immer wieder stellten sie Gott auf Prüf und versuchten den Heiligen in Israel. Hier ist die Rede von dem Volk Israel eigentlich, aber ich kann das auch auf andere Zeit anwenden. Von Menschen, die Gott begrenzen wollen. Immer wieder stellten sie Gott auf Prüf und versuchten den Heiligen in Israel. Interessant ist das Wort, sie versuchten den Heiligen in Israel. Wenn wir im Hebräischen nur lesen, das Wort sie versuchten, steht da eigentlich, sie haben am begrenzt. Das ist ein Wort, was der Wortel von dem Wort meint, sie begrenzten. Sie haben, du hast das Wort auch Horizont ben. Zum Beispiel, wenn du wusst, auf ein Hewitt-Gebiet irgendwo abgrüben und du wusst ewig kicken, so weit als du kannst. Bad wo kannst du kicken? Bad zum Horizont. Du kannst nicht bad zum Wald einkicken. Du kannst bloß so sein, wo irgendwo bad zum Horizont. Und dort ist die Grenze, von du wieder kannst du nicht kicken. Und jetzt wird sie merken, die haben Gott einen Horizont gestaltet. Oder mit anderen Worten, sie haben eine Grenze gesagt. Gott bloß bei dir und nicht wieder. Also Gott ist grenzenlos, aber der Trubel ist, wie Menschen wählen manchmal Gott eine Grenze oder eine Grenze setzen. Ein Beispiel. Neues Testament, Matthäus 27. Jesus wird gefangen genommen. Lesen wir mal Matthäus 27, Vers 1 und 2. Wir wollten Jesus als ja Gott, heißt derjenige, der den diese Welt eigentlich Gott Vater geschaffen hat. Und krieg dein Gott, wie in erst nicht hier ab Erden gewesen. Du so in Jerusalem. Der Gott, der den das ganze Universum, all die Stirn und Galaxien und was wir all erst sehen, das hat er alles geschaffen. Und dann lesen wir hier, dann smarjes wären alle Hohepriester und Ältesten in dem Volk taub und beschluten, dass Jesus soll totgemerkt worden. Und sie bungen am und läden am Wach und übergeben an den Landeskommandant Pilatus. Hast du gehört, was hier in Vers 2 sagt? Und sie bungen am. Die hängen, was er alles tun kann, ohne Grenzen. Die hängen, was da so viele Kranke geheilt haben, Blinde, die Ohren abgemerkt haben, was da stamm waren, was da nicht reden konnten, er Mühl abgemerkt, was da nicht hören konnten, er Ohren abgemerkt. Die hängen, was so viele Menschen getröstet haben, die hängen, was das Universum geschafft haben, nie wie in der Puzzle-Duten, die sind in der Lehre, diese hängen einfach nehmen und zu bingen. Kann ein Mensch Gott seine Hänge bringen, was er alles tun kann? Wo ist das möglich? Als er dort deuten, eigentlich noch ein Bett verdämmen, Kapitel 26, Matthäus 26, Vers 53, sagt Jesus einmal so, als er einmal gefangen genommen hat, dann sagt er so, gleich je nicht, dass ich mein Vater durch beten kann, und dass der mir Futz mehr als 12 diesen Engel schicken wird. So, sie haben ihn nicht festgenommen, sie haben ihn nicht gebunden. Und Jesus sagt, gleich hier nicht, dass ich mein Vater beten kann, und er wird Futz mehr als 12 diesen Engel schicken. Weißt du eine Geschichte im Alten Testament, wo ein Engel mal 104 Tage dich Assyrer angebracht hat? So, wann wir das nie so nehmen, wenn ein Engel kann 104 Tage nicht düsend, sich mit Weiten oder anbringen. Wofür wurden dann 12.000 Engel können beschecken? Kannst du dir selbst ausrechnen, das ist so eine Zahl, was viel mehr als was der Menschen überhaupt, ob das sie irrt wohnen von der. Und zu jeder Zeit wird die Weltbevölkerung noch viel kleiner.
besonders die letzte Zeit, dass die Weltbevölkerung sei gewachsen. Von der haben wir ungefähr 9,7 Milliarden Menschen, aber zum Beispiel bloß vielleicht 70 Jahre dreht, diese 950, dann haben wir mal 2 Punkt etwas Milliarden. Und zu Jesus in der Zeit wird noch viel, viel weniger. Also wenn du so wird nachher Engel gekommen sein, ich meine, das wird unmöglich für den Menschen gewahrt sein. Hier ist der Gott, wird alles kann, wird unbegrenzt ist. Und ihr seid Menschen in der Leere arm, der hängt zu bringen. Das Wort kann wie Gott begrenzen. Das ist die Frau, was wir noch zum Schluss gerade durchnehmen wollen. Wir haben gesehen, Gottes Wort sagt, Menschen können Gott der Hängbing. Menschen können Gott eine Grenz saaten, einen Horizont saaten. Das erste Wort, das wird wollen sein, ist ein unwilliger Geist. Also, wenn der Mensch bloß sagt, ich will nicht. Das ist so weit, wieder kann Gott nicht. Wenn ein Mensch sagt, ich will nicht, dann sagt Gott, ho, okay. Ich habe den Menschen einen freien Willen gegeben. Und diese Grenze, wo ich nicht überschreiten, so ist der Mensch will. Zum Beispiel habe ich einmal einen Menschen mit Zwang bekehren. Wenn ein Mensch sagt, ich will nicht, schafft es nicht. Ja, so biefall. Allgemein, wenn ein Mensch, sagen wir mal, nur Palmasola eingeführt wird, hast du mal all gesehen, dass jemand freiwillig mit seinem Vater nur Palmasola fuhr und selbst so an der ging und sagt, ich will hier nein? No, wo wurden die Menschen dann eingeführt? Mit Blitzen, mit Gewalt. Mit einem solchen Seier versichert, das fort ich noch, dass das sicher nicht übergeben kann. Mit Gewalt wurden die Menschen nur eingeführt. Wo hast du mal einen Menschen gesehen, der mit Gewalt nur die Zeug eingeschleppt worden ist? Er guckt nicht, sonst soll das ja einmal geben. Gleich so ist das auch mit der Bekehrung. Du kannst keinen Menschen zwingen, sich zu bekehren. Der Mensch muss dort wählen. Matthäus 23, Vers 37. Und dort, Jesus, er kann du Eva heilen, am Brück dort hart meist voll, aber er kann du keine Nüchter und du wie ein Arm, der hängt, gebungen. Matthäus 23, Vers 37. O Jerusalem, Jerusalem, der du den Propheten dort merkst und der steinigst, der die geschickt worden, wo fährten ha ich die Proft so zu sammeln, aus einer Klug sich die Kekel und ja die Pflichten sammelt. Aber die Leute dort einmal nicht. Du hast nicht gewollt. Du warst nicht. Ein unwilliger Geist. Weil ein Mensch nicht will, kannst du nichts nicht tun. Bestimmt kannst du die Geschichte in den States wie ein Mann mit dem Namen George Wilson. Das heißt in der städtische Geschichte Einigung. Den haben sie Todesstrafe gegeben. Er hat sehr schlachtet gemerkt, und das Gerichtsurteil wird dann jene Zeit dort durch erhängen. Der Dach wird bestimmt, dann und dann soll er gehängt worden. Öffentlich für alle. Aber Plasse. Aber du wie ein Menschen, der da Brief geschickt hat und den Gouverneur dann gebeten hat, kannst du nicht arm noch eine Gnut geben. Denk mal, was einmal an seine Früh, an seine Tänja. Ich weiß nicht, was sie alles vergebracht haben. Und irgendwann als er sich einig geworden hat, sagt er, perdonado, ich wurde ihm vergeben. Und der erste Richter oder Verantwortliche dann, Bürgermeister, was einmal der hat dann unterschrieben, der Todesstrafe ist cancelado. Bruck nicht, das Urteil fällt weich. Sie brachten dort nie in dem Karzel nur zu diesem Onkel, zu George Wilson. Er hat sich dort durchgelesen, kickt sich dort an, und dann sieht er, nee, ich will nicht. Ich nehme das nicht an. Er wird bloß zu stolz, das anzunehmen. Verbettert. Und sein eigener Stolz ladet nicht auf, das Gnudenangebot anzunehmen. Die Tim treten um Rechter oder um Gouverneur und sagen, was sollen wir da? Und er will das nicht annehmen. Ich weiß es auch nicht. Naja, nicht kommt der Dach nur, was sollen wir ihn nicht anbringen oder nicht? Willst du hast ein Dokument, das hast du unterschrieben, das hat nicht gestorben. Aber er hat das nicht angenommen. Was sollen wir in den Dach tun? Sollen wir nicht hängen oder nicht hängen? Und ihr wisst nicht, da mussten extra Taubkommen-Meetings und da mussten du eben entscheiden. So eine Kasse haben sie noch nicht. Was tun wir mit so einem Menschen, der das Gnudenangebot nicht annehmen darf?
Und die sind zum Schluss bloß sich einig geworden, wenn er das nicht angenommen hat, dann ist das ungeltig. Dann muss er doch die Todesstrafe mit euch geführt worden. Er hat das auch getan. Wenn ihr nicht wisst, dann wird Gott die dort looten. Du brauchst sie nicht bekehren. Du brauchst nicht dein Leben ändern. Du kannst mit deinen Plitschen Sünden wiederleben. Du kannst proben, dort wieder Plitsch holen für alle anderen. Du brauchst die nicht ändern. Gott wird dich keinmal zwingen. Aber was wird dort eng sein? Jesus sagt, du hast nicht gewollt. Oder überhaupt eine, einfach nie, dass das nicht so ist, dass der Mensch sagt, nee, er will nicht. Aber wenn ein Mensch bloß sich nicht darum kümmert, dort einfach leichtfertig so Hahn nimmt und dort bloß nicht down will. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Er sagt, jo, er weiß, dass ein Christenleben ist Gott. Er würde die auch mal merken, blifflos Leben Gott, das Leben. Das ist gar nicht schlecht, das sei ja Gott. Aber er selbst kümmert sich nicht darum. Offenbarung 3, Vers 20. Kick. Er stuft für die der und klopft an. Wann wäre meine Stamm hier? Und der abmerkt, bei dem, wo er knallen gehen und mit Arm taub eten und hei mit mir. Aber wenn du weißt, du kannst du dann, als wenn du dort nicht hirst. Jesus klopft, aber du kannst dort ignorieren. Er hat nicht der einrieten. Er hat nicht mit Gewalt, nein. Er klopft bloß, aber du kannst, wenn du weißt, so dann einfach leichtfertig nehmen, dort ignorieren und nicht mit dort down. Oder wo ist dort mit dem Sinn jetzt leben? Wann sind noch in unserem Leben es? Wüsstest du, dort auch Gott seine Hänge bingen dort? Lesen wir mal Jesaja 59. Jesaja 59, Vers 1 und 2. Jesaja 59, Vers 1. Sag ich dort ganz klar. Hör mal, dem Herrn sein Ohr ist nicht hart, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, dass er nicht mehr hören kann. So, was ist der Trubel? Wenn Gott sagt, er ist nicht begrenzt, was ist denn der Trubel? Das ist, du hast, was zwischen Jünd und Gott gekommen, was je selbst verschuldet haben. Jüne Sünden haben am Durtau gebracht, sich weich zu drehen und nicht nur ihn zu horchen. Wenn wir mit Sinn in unserem Leben wiederleben, das ist, was Gott würde hängen, bringen, kann Gott mit uns nicht beschenken. Vielleicht ist das auch die Ursache, warum du sagst, Gott erhört nicht meine Gebete, Gott schlicht nicht meine Troubles. Ich weiß nicht, das kann auch das Wort sein. Aber kann das mit mal vielleicht auch sein? Gott sagt dort hier, dass du erst was zwischen Jünd und Gott gekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber du erst was. Das kann bei jedem vielleicht, das kann bei einem vielleicht was anderes sein als beim anderen. Und jene Sinnen haben Jünd am Durtau gebracht, dass er dort nicht down kann. Er kann alles down. Aber jene Sinnen haben am eine Grenze gesagt, dass Gott dort nicht down kann. Gott kann nicht in dein Leben so wirken, als er will. Der Mensch hat am begrenzt. Wir haben eine kleine Mial, wo du eine schöne Vase, wie also eine glasene Vase, sei eine Tiere wertvolle, und ab eins raubt sie um halb. Sie wird allein in der Stube, was immer, die raubt und fragt um halb. Die Eltern kommen, was ist? Sie hat ihre Hand durch nein gesteckt und nie war sie dort rührt und sie kriegt dort nicht rührt. Kriegt dort bloß nicht rührt. Das wird auch wirklich groß genug, dass sie dort kann durchkriegen. Also einmal nein, hat sie ihre Hand nein gekriegt, aber nicht rührt. Und die Eltern haben dit und dort und jant geprobt, haben Säub gebracht, Säub da rumgeguten und geprobt mit Säub und, oder mit Fad und halb alle nisch. Tolat so schwarz, dass dem Fuder auch wir mussten Hummer nehmen und diese Tiere, das Tiere Glas dort heimbrechen. Naja, das ist klar, dass wir doch noch wertvoller als die kleine Mehl, wie auch ganz abgeregt. Als sie dort erst haben, merkt sie ihre Hand ab, up. Du wie ein Cent bist.
Bloß wisstet, mussten sie nicht wegen dem 1 Cent, haben sie nicht die ganze Woche mit dem Teil mehr. Weil sie haftet die Prof und aus, so konnten sie dort nicht rütteln. Wenn sie dort wohl einmal losgeloten haben, wurde das fein geschafft. Aber das ist, wo wir können auch Gott begrenzen, wenn wir an irgendeinem sind, festholen und den nicht losluten wollen, das wird Gott begrenzen in dein Leben zu schaffen. Gott ist allmächtig, Gott ist unbegrenzt. Alles, was er will, das kann er tun. Alles, was er will, kann er tun. Manchmal sagen Menschen, die Kinder haben vielleicht dort irgendwo so einen dummen Spruch, der sagt, kann Gott so einen Stein schaffen, was er selbst nicht abheben kann? Und sie denken, sie haben sich Wunder, was Glück hat nicht gedacht. Aber da lohnt sich überhaupt nicht, darüber nur zu denken. Gott kann alles tun, was er will. Punkt. Die sollen leider über die großen Steine sind, die Sinnsteine in ihrem Leben nur denken, den Trubel schlichten. Diese Frau ist viel wichtiger, als sich so eine dumme Frau unterstellen. Aber Gott kann alles tun, was er will, was man sein wollen ist. Aber wie kann Gott begrenzen? Durch unseren, wenn wir sagen, Gott, nee, er will bloß nicht. Oder bloß durch unsere schläubrig sein und sich nicht drum kümmern wollen. Dort einmal bloß wieder schieben, ich will noch mein Leben in Ordnung bringen. Oder einfach ganz direkt, wenn wir in den Sünden leben. Möcht Gott uns halten. Und ich würde wirklich jeden einfrieren und bitte, du Gott, du den unbegrenzten Gott nicht begrenzen. Dort halt die nicht. Jesus will, grautet, wunderschönet in dem Leben da. Möcht Gott die und mich halten. Amen. Nun wollen wir noch taupen spanische Leute singen zum Schluss. Vielleicht wollen wir das mal so tun, dass wir wollen abstuhen und im Stuhn einmal das Leute